erschwerend, dass wir wieder mal da sein dürfen. Von mir werden die mich schnell kennen. Mit der Hansi Hinterseher, falls wir irgendwas aus Film und Fernsehen bekannt. Und wir haben ein besonderes Highlight. Wir sind gerade auf dem Weg retour vom Silvesterstadl. Da hat es uns aber verhofft. Jetzt haben wir 6 Tage retour gebraucht. Aber naja, wir haben es geschafft, dass wir das Engagement wieder wahrnehmen da in Gampern beim Ball. Und das ist natürlich echt toll. Das ist bärig. Eine Stimmung vom Feinsten. Und wir haben heute mitgenommen die ersten Gamperer Schulplattler. Das ist die erste Information in dieser Art und Weise, die ich da gekriegt habe. Und jetzt möchten wir euch einmal die Kandidaten, was wir da haben, ein bisschen vorstellen. Und zwar haben wir da jetzt einmal einen Manuel und einen Juli. Grüß euch. Das zweite Mal, was wir haben, ist Andi und der Benni. Auch super Typen. Echt, wäre ich benannt, hätte ich vor. Fest das aus. Dann die dritte Garnitur. Vogel Huber, Roman, ein Verteidiger. Er hat es auch erlernt. Und der Florian. Partie, fest aus der Sitz. Dann natürlich unsere Youngsters, der Pascal und der David, die haben sich auch toll benannt, fest bärig. Aus Kremertin, der Huber und der Dominik. Und zu guter Letzt, der Christoph und der Florian, ein kräftiger Applaus für die zwei. Super, fertig. Man sieht, dass natürlich bei so einem kleinen Publikum ist die Nervosität ein bisschen höher, weil natürlich von der Augenkontakt ein bisschen höher ist. So, wir haben natürlich jetzt was vorbereitet, und zwar den sogenannten Watschenplattler. Burschen, Aufstellung. Das ist nicht ohne. Wenn ein Zahnarzt da ist, dann kriegt man vielleicht was. Vielleicht gleich davor kommen auf die Bühne. Der Zahnarzt. Thank you.
gemacht hat für uns und natürlich dann der Hansi Hitler sehr schräg sein und nach Rampen ging. Dann hat er natürlich auch Platz, wenn er wind, und ich bedanke mich bei unserem Harmonikaspieler, beim Schissel Anton aus dem Tal. Er ist zwar, seine Angehörigen sind vom Berg, aber er wohnt im Tal. Aus Wissling.